Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Final Cut Pro Tutorial. Final Cut Pro X. Tut mir leid. Aber geschossen. Und damit meine ich nur, dass ich heute Muzzle Flashes mache für Pistolen. Ich habe mir irgendwo das Action Pack Light minus Rocket Stock untergeladen. Ich nehme mal meinen Gun Handshot 4, kürze ihn mit I und O, den Endpunkt, und dann mit Drag and Drop einfach reinziehen. Dann Command I nochmal, um die Sachen rein zu kopieren. Ich habe beide Muzzle Flashes von vorne reingepackt und dann noch den drauf hier. Ich glaube, ich nehme mal den hier. Der sieht nämlich mehr nach kleiner Pistole aus, finde ich. Dann gehen wir hier bei Compositing, Filmmethode, und wählen hier den Zufügen. So, machen wir mit dem Farbtopf ein bisschen Kontrast rein. Kurz durchschneiden, Command B, und dann, wo du schießt. Ja, das war jetzt schon der erste Muzzle Flash. Command gedrückt halten, beides auswählen, Command C kopieren und jetzt hier mal einfügen oder wieder schießt beim nächsten Mal. Da schießt beim nächsten Mal, also Moment. Command V, super. Und das kann ich jetzt bei jedem wiederholen. Ne? So machen, dass es auch schön aussieht mit dem Schuss. Übereinstimmt, sag ich mal, von der Zeit. Und jetzt gehen wir nochmal hier hin, aufs Erste, machen Transformieren an und können jetzt dieses Dings hier einmal ein bisschen bewegen. Muss auch nicht so schön sein, weil es sowieso nur zwei Frames da ist, also die kann man nicht, die nicht so gut merken. Jetzt kommen wir zum Rauch, und zwar müssen wir jetzt einmal ganz kurz hier gucken. Wir nehmen das ganze Video hier, ziehen das hier zu. Ich hätte es eigentlich voll machen können. Wäre vielleicht schlauer gewesen, das mit zu kopieren eben, aber naja, kann man jetzt machen. Wir machen jetzt das Gleiche, wir machen hier bei Compositing die Filmmethode hinzufügen. So, ich mache das gleich ein bisschen schneller mal. So, zum grünen Bereich würde ich sagen. Einfügen. Projektion auf einem Dings hier, auf das Dings ändern. Gute Beschreibung. Hier fängt das neue Video an. Also natürlich hier das wegschneiden. Bei den Soundeffekten nicht, weil das ist schöner. Jetzt mal, damit das hier nicht übersteuert, einfach mal jeden Schuss um 2 Dezibel leiser. Machen wir einfach hier draus. So, ich führe noch einen Erdbeben-Effekt hinzu. Gehen hier vor dem Muzzle Flash und setzen bei den Farbrädern einen Keyframe. Gehen nach dem Muzzle Flash, setzen auch einen Keyframe. Dann gehen wir zum Anfang vom Muzzle Flash. Machen einfach die Farben so orange. Bisschen wärmer alles hier. Dann Helligkeit im Master machen wir mal auf 0,2. Haben wir natürlich auch einen Keyframe hier. Vielleicht ein bisschen übertrieben eigentlich. Sogar 2, ne? Ja, ungefähr 1, 0,8. Wenn du jetzt mehr Final Cut Pro Videos sehen möchtest, kannst du hier klicken. Und wenn du dieses Video, was ich gerade geschnitten habe, sehen möchtest, kannst du darunter klicken. Das ist ein ganz lustiges Comedy-Video und das ist halt, gut. Tschüss.